Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen SnowRunner. Und ich habe gerade so viel Spaß mit dem Scout, dass wir gleich noch eine Folge dranhängen. Naja, gut, was heißt gleich? Tatsächlich habe ich die letzte Folge aufgezeichnet. Ich habe keine Ahnung, ist es schon 3 oder 4 Wochen her? Es ist ziemlich lange her. Und ich denke mir gerade, du müsstest mal wieder, denn tendenziell, ja, steht die Folge, die ich jetzt aufzeichne, irgendwie jetzt in 1, 2 Tagen dran. Das heißt, wenn ihr sie schaut, dann, ja, habe ich die gerade vor 2 Tagen oder so aufgezeichnet. Das ist normalerweise nicht so meine Art, aber tut gerade Not. Genau. Es ist Sommer, es ist sehr heiß, wahrscheinlich bei euch auch, ganz genau dasselbe Spielchen. Und tatsächlich habe ich viel andere Sachen gerade so ein bisschen um die Ohren. Ich war jetzt eine Woche lang, habe ich gar kein Let's Play aufgezeichnet und habe mich davor auch ein bisschen mehr auf den LS22 konzentriert. Und ja, muss jetzt tatsächlich mal ein bisschen schauen, wie wir das hier regeln. Also heute auf alle Fälle nochmal eine ganz smooth Scout-Session. Und da sind wir auch weiter in Russland unterwegs und alter Schwede, ich muss mich erstmal wieder an das Fahren gewöhnen. Ich finde das jedes Mal so heftig, wenn ich vom LS22 zu SnowRunner wechsle, dass ich das ganz schön eierig fährt. Da muss man sich echt wieder dran gewöhnen. Das ist echt ein ganz anderes Ding. Aber ja, so jetzt überlege ich gerade. Ich will hier ganz gerne die Watchtower mitnehmen und dann natürlich auch in dem Zusammenhang mir die Upgrades anschauen. Von daher, ja, gucken wir uns den ganzen Spaß hier heute mal an. Es macht echt Spaß mit dem TAS. Das ist schon eine richtig coole Kiste. Hatte ich echt nicht mehr so in Erinnerung, aber ich erinnere mich daran, dass ich auch damals in SnowRunner erst den Yar hatte und mit dem rumgefahren bin. Und den TAS hier habe ich, glaube ich, wirklich erst ganz spät mir geholt. Eben weil er auch so weit hinten in Russland stand. Und ich bereue aber gerade überhaupt nicht, dass wir uns den diesmal gleich so früh geholt haben. Früh in Anführungszeichen. Na klar, könnte man gleich wahrscheinlich in Russland durchstarten mit 1, 2 Sachen. Und ich glaube, ich werde hier tatsächlich auch noch ein kleines Stückchen weiterspielen. Denn es gibt auf der 4. Map, so wie ich mich erinnere, noch eine Werkstatt. Und das Problem ist, dass nämlich gerade, glaube ich, auf der 3. Map noch 2 Trucks rumstehen. Und ich bin mir nicht sicher, wenn wir jetzt wieder zurückwechseln nach Michigan, heißt das, dass wenn wir hier weitermachen, wir halt wirklich komplett einmal gefühlt eine halbe bis eine Stunde beschäftigt sind, die Trucks wieder zu positionieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, wir sollten hier ein klein bisschen in Time hier bleiben. Ein bisschen Abwechslung ist ja auch gut. Und ja, wir schauen mal. Hängt der jetzt hier am Baum? Ja, okay. Andere Sache ist aber auch, und das habe ich ja eben gerade schon angeschnitten, ich garantiere jetzt mal nicht dafür, also wie gesagt, die Folge hier kommt ganz normal raus, aber ich kann jetzt mal noch nicht so richtig dafür garantieren, dass jetzt regelmäßig in den nächsten Wochen eine Folge rauskommt. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, ne, wie ich das mit den Pausen und dem ganzen Kram handhabe. Okay, wir fahren hier rüber. Hier lang. Und im Moment ist es wirklich so, dass es einfach andere Sachen gibt, auf die ich mich ein bisschen mehr konzentriere. Und mein Hauptfokus liegt bei dem Kanal tatsächlich auf dem LS22. Von daher könnte es sein, dass ich auch einfach mal wieder eine kleine Pause einschiebe. Ich habe jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir uns befinden. Ich habe damals nach Folge 9 so eine kleine Pausensession eingezogen. Und jetzt sind wir, glaube ich, irgendwo bei Folge 20, 21. Könnte also demnach sein, dass ich sage, ich konzentriere mich lieber noch mal ein bisschen mehr auf dem LS22, will da vorwärts kommen, weil da im Herbst halt das Addon rauskommt, die Expansion. Und da will ich gerne in der Oldstream Farm ganz gut vorwärts kommen. Und tatsächlich ist das noch eine ganze Weile hin. Aber wenn ich mir das so in Videos ausrechne und in dem, was so alles noch passiert, gar nicht mal unbedingt. Und ich bin auch ehrlich, ich spiele gerade eher noch ein paar Sachen neben dem Stream auch wieder für mich. Das fehlte mir tatsächlich etwas und das tut mir auch gut. Von daher, ja, nehme ich mich im Kanal tatsächlich so mit einigen Projekten dann jetzt lieber ein bisschen mehr zurück. Ich habe jetzt Satisfactory tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen an den Nagel gehangen. Und jetzt gucken wir uns erstmal den Watchtower an.
Und trink dann einen Schluck. Ja, und SnowRunner ist tatsächlich nicht so extrem, dass ich jetzt sagen würde, ich will das hier. Also, kurz weg, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Ich hänge ja nichts wirklich komplett an den Nagel. Das mache ich nicht, weil ich einfach zu viel Spaß an den Spielen auch grundsätzlich habe. Und ich habe mir die Spiele auch bewusst gepickt und möchte die Spiele auch durchziehen. Also, was heißt durchziehen? Ich möchte die Spiele für mich beenden, ja? Irgendwann. So. Aber ich habe für mich jetzt keinen zeitlichen Draht. Das heißt, das wird irgendwann passieren, aber ich habe da jetzt keine Eile damit. Und für mich ist das so, ich habe Spaß an Spielen und spiele die, wie ich Spaß habe. Und wenn es dann halt wieder, ihr kennt das Spielchen, ne? dann mache ich wieder eine kleine Pause dazwischen. Und im Moment glaube ich gerade einfach vom Gefühl her, wäre jetzt so mit der Gesamtsituation, dass es zeitlich bei mir einfach ein bisschen eng ist und ich gerade auch noch ein paar andere Sachen mache und jetzt eben auch noch mit Urlaub und allem, könnte es halt passieren, dass ich mir sage, ja, ich mache jetzt mal wieder einen kleinen Cut. Das wird dann vermutlich irgendwo wieder so um die vielleicht 1, 2, 3 Monate sein, keine Ahnung. Vielleicht auch zwischendurch mal wieder eine Folge reinschmeißen, das kann ich euch echt nicht sagen. Vielleicht kommt aber auch jetzt die Lust die nächsten Tage wieder, weil ich jetzt mal wieder eine Folge aufzeichne. Vielleicht zeichne ich heute auch noch eine Folge auf, das weiß ich noch nicht genau. Aber da muss ich mal schauen. Und dann geht es vielleicht auch weiter. Das heißt, ihr wisst Bescheid, ich lasse das schon mal so ganz grob reinrieseln und dann schauen wir mal. Und für diejenigen, die Folgen ja sowieso vielleicht erst in 1 oder 2 Jahren schauen, keine Ahnung, manchmal ist das ja auch einfach so, für die spielt es sowieso gar keine Rolle, die gucken einfach am Stück durchgehend weg. Die haben die Pause von der Folge 9 zur Folge 10 auch nicht gemerkt. Und dahingehend ist da auch alles schick. Ja, genau dasselbe Spiel wird auch Elden Ring prinzipiell ereilen. Denn selbst da bin ich mir zwar noch am ehesten so an dem Punkt, wo ich sage, das will ich ganz gerne beenden. Weil das ist das, was ich am realistischsten wirklich auch abhaken kann. Zumal wir dort auch einen ganz guten Progress gemacht haben. Aber da muss ich ein Gefühl dafür kriegen. Das habe ich mir tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen noch auf die Fahne geschrieben, dass ich das ganz gerne jetzt demnächst nochmal wieder angehen will. Da habe ich nämlich genauso viel Pause wie SnowRunner gerade. Und ja, so dass ich tendenziell eigentlich, also LS22 bleibt wie es ist, da wird sich gar nicht viel verändern. Und Elden Ring will ich ganz gerne irgendwann beenden. Das ist für mich gerade so ein Punkt, wo ich mir sage, ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr den Schwerpunkt reinbringen. Und vielleicht, aber ich weiß es nicht. Das kann ich einfach, ja, ihr wisst, wie das läuft, ne? Das ist so ein Gefühlsding, ne? Bei mir muss ich alles so, es muss sich gut anfühlen, damit ich etwas mache. Wenn ich merke, ich logge mich in dem Spiel ein und ich spiele vielleicht 1, 2 Stündchen und es macht Spaß und ich bin wieder voll drin, dann mache ich direkt weiter. Wenn ich aber merke, es catcht mich auch wieder gar nicht und dann brauche ich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr Pause, dass es mich wieder catcht. Bei mir klingt das alles so wie Arbeit, oder? Ist es eigentlich gar nicht. Ich habe schon wirklich Spaß dran. Auch hier wieder, ne, einschalten und direkt loslabern. Ja, das einfach vielleicht nochmal so als kleines Update. Und ihr wisst ja, ich habe das ja auch irgendwann mal erwähnt gehabt, als ich meine erste Pause vorbei hatte, dass ich jetzt SnowRunner ja tatsächlich so ein bisschen als kleinen, ja, Podcast eher betrachte. Das heißt, wir fahren hier rum, machen irgendwelchen Stuff und quatschen einfach über Gott und die Welt. Und ja, genau so soll das nämlich hier auch aussehen. Nee, heute waren nämlich zum Beispiel wieder 35 Grad und ja, dazu kommt noch, dass ich auf Arbeit ziemlich viel Stress hatte aktuell, weil ich gerade ganz alleine bin, tendenziell. Wir haben eben ein bisschen, ja, unternehmenstechnisch abgebaut, könnte man so sagen. Das ist eine Branche, die ein bisschen das härter getroffen hat, tatsächlich auch jetzt so. Und ja, vom Prinzip sind wir eigentlich bloß noch zu zweit, ich und mein Chef. Und der ist jetzt gerade 2 Wochen im Urlaub. Dann bin ich ja, wie gesagt, 2 Wochen im Urlaub. Das ist eigentlich so das ganze System, wo ich gerade ein bisschen gucken muss. Ich brauche eher was noch zum Ausgleich für mich, wo ich sage, da kann ich echt gut runterkommen. Und da habe ich aber auch total Bock drauf. Und LS22 zählt da auf alle Fälle dazu, weil wir da gerade so schön Progress machen. Und aber das reicht mir dann auch gerade echt tatsächlich so ein bisschen. Wie gesagt, wir schauen mal, wie das läuft. Genau, so.
So. Nächster Wachturm. Ja, und ansonsten ohne Upgrade Station entdeckt. Upgrades sind natürlich super. Upgrades will ich auf jeden Fall mitnehmen. Heißt also, unterm Strich ist Portal nach Zimmer Gursk, ist glaube ich die vierte Welt, ne? Wir müssen auf alle Fälle zusehen, dass wir... Ne, Moment, Zimmer Gursk? Lasst uns mal kurz schauen. Ja, das ist die vierte. Da müssen wir auf alle Fälle mal schauen, wie wir das da handeln. Ich will mir aber auf jeden Fall das Upgrade holen. Und dann... Wir hätten bei der Tankstelle mal tanken müssen, ne? Ja, wir sind halb voll, das passt schon noch. Ja. Nee, ansonsten, was ist noch so in den letzten Wochen bei mir gegangen? Ich habe tatsächlich mit meiner Lebensgefährtin ein paar Serien zu Ende geschaut. Und darüber haben wir tatsächlich noch gar nicht so weiter gesprochen, oder? Wir haben immer über Spiele und so ein Zeug gesprochen. Da kann ich auch nochmal einen kleinen Punkt einhaken, aber vielleicht erst mehr Serien. Auf alle Fälle, wir haben jetzt die vierte Staffel von Stranger Things, wer die Serie kennt, beendet. Und da soll ja wohl noch was kommen, aber die war auch wieder richtig cool, hat mich richtig gecatcht, richtig viel Spaß gemacht. Also auch deutliche Empfehlung und irgendwas hatten wir noch zu Ende geguckt. Ach ja, Umbrella Academy. Und selbst da bin ich eigentlich fast überzeugt, dass da nochmal irgendwann was kommen wird, obwohl es da nicht offiziell angekündigt ist. Und so haben wir jetzt gerade ein paar Serien am Laufen gehabt, die so ein bisschen, ja, einfach noch ein bisschen neue Folgen hatten, die wir einfach noch runterschauen müssen. Ansonsten schaut meine Freundin ja auch tatsächlich ganz, ganz viele Serien auch alleine. Während ich hier so meinen Kram mache. Und aktuell schauen wir tatsächlich die Folge Boys. Die haben wir durch eine Empfehlung haben wir das bekommen. Sind jetzt gerade mit der ersten Staffel vorhin gerade durch gewesen. Uns beim Abendbrot zusammen nochmal reingezogen. Was gibt es hier für welche Trucks? Für den TAS 166. Das ist natürlich nice. So. Ja, ich würde tatsächlich wahrscheinlich nach Zimmer Gursk fahren. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob man die Werkstatt nur entdecken muss oder ob man die freispielen musste. Das werden wir gleich feststellen. So. Ja, nee, Serien ist auch so ein Thema. Ist schon auch echt cool. Gibt ja so die paar Favorites, die alle gerne, die alle gesehen haben müssen, sozusagen, wenn man das so sagen kann, ne? Breaking Bad zum Beispiel, auch wenn das jetzt schon wieder alles steinalt ist, Game of Thrones, Vikings, waren aber auch grandiose Serien. Welche ich noch richtig gut fand, war Sons of Anarchy. Mal in die Kommentare, wer die Serie Sons of Anarchy kennt. Richtig, richtig, richtig gute Serie, hat mir richtig gut gefallen, habe ich tatsächlich... Zweimal komplett gesehen. Ich glaube sogar, ich weiß nicht. Nee, zweimal. Zweimal habe ich sie gesehen. Tatsächlich habe ich Serien oft mehrmals gesehen. Was daran liegt, dass ich viele Serien früher geschaut habe und jetzt mit meiner Lebensgefährtin tatsächlich dann einige Serien nochmal geschaut habe. Ich habe Game of Thrones tatsächlich fast dreimal gesehen. Aber das liegt eher daran, dass ich quasi die Serie geschaut habe und dann war ganz, ganz lange Zeit nichts. Und ich glaube, das war damals die vierte Staffel, da habe ich dann nochmal die ersten drei geschaut, dann habe ich die vierte mitgeschaut und dann habe ich weitergeschaut. Habe dann immer mal eine Staffel wiederholt, glaube ich. Aber die letzte Staffel, die tatsächlich, die habe ich jetzt erst beim letzten Mal geschaut. Und ich hätte auf die Leute hören sollen, die sagen, schau sie dir einfach nicht an. War es einfach nicht wert. Da muss ich echt sagen, ich verstehe es nicht, wie man es schaffen kann, eine Serie so kaputt zu machen. Das ist wirklich so. Also es ist so ein Punkt, wo ich mir echt gesagt habe, also man kann sich allen möglichen Kram mit einer Serie ausdenken, aber warum sowas? Also das muss einem doch einleuchten, dass das etwas ist, was der Serie nicht gut tut. Ne? Also ich meine, klar, man kann jetzt sich sagen, okay, man muss es so skandalös wie möglich irgendwie beenden oder so weird wie möglich, aber das war einfach... Nee,
Nee, nee, nee. So, was gibt's hier? Trackbergung. Nehmen wir auf alle Fälle an. Wir haben hier übrigens noch eine Geoforschungsmission irgendwie. So, mich würde mal interessieren, ich glaube, hier drauf konnte man seinen Truck reparieren, ne? Das ging hier, glaube ich, auf diesen Teilen. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Oder? Nee, war das überhaupt hier? War das auf den anderen? Ich habe keinen Schimmer mehr. Gibt es hier noch irgendwas auf diesem Hof? Ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie das war, aber tendenziell muss hier irgendwo eine Werkstatt sein. Ja, wir sehen das zum Beispiel. Werkstatt ist nicht entdeckt. Aha. Ich weiß nicht, ob wir die nur entdecken müssen. Halt. Wir fahren mal einfach zu dem Wachturm darüber. Da müssen wir einfach nur wieder zurück zur Straße. Zack. Ja, wir ziehen das hier einfach mal durch. Wir haben ja noch ein paar Tankkanister auf dem Dach. Ich denke, eine Weile werden wir mit dem TAS schon noch rumkommen. Denn ich würde tatsächlich ganz gerne hier die Russland-Sache fertig machen. Hier ist doch aber eigentlich eine Tankstelle, oder? Die können wir bloß nicht benutzen, oder? Hä? Bin ich hier nicht? Nee, ich muss hier rüben raus. Ja, und was das Folgen aufzeichnet, wie gesagt, es wird mir auch tatsächlich teilweise echt zu warm, wo ich dann eine Pause brauche. Weil aktuell kann ich euch sagen, habe ich hier 31 Grad. Es ist unterm Dachgeschoss. Prinzipiell ist es auch bei uns relativ kühl. Aber tatsächlich ist es halt so, wenn man den Rechner anmacht, dann wird es automatisch irgendwann warm. Das lässt sich nicht vermeiden. Dämliches Gezocke, oder? Aber was tut man nicht alles? Es macht halt trotzdem Spaß. Und ja, hoffen wir, dass endlich bald wieder Winter wird. Und ich tendenziell die Heizung auslassen kann, weil ich meinen PC anmache. Wir müssen ja eh alles sparen, ne? Von daher, ja, eigentlich sollten wir dann auch nicht so viel Computer spielen, aber ach, herrje. Was soll ich dazu sagen? So. Nächster Wachturm. So, dann zeig mal her, was es jetzt hier gibt. Also ich bin echt gespannt. Denn das habe ich tatsächlich alles nicht mehr so im Kopf. Und hier drüben haben wir jetzt ein Upgrade. Ich habe keine Ahnung. Könnte das sein, dass das hier drüben ist, vielleicht irgendwo? Ich würde ganz gerne hier langfahren. Ich würde mir das Upgrade gerne holen. Und dann vielleicht zu dem, wo ich gerade geguckt habe, zu dem Watchtower rüberdüsen. Aber Upgrades sind schon wichtig, denn die Upgrades machen unsere Fahrzeuge erst so richtig cool. Und vor allem, wenn wir dann irgendwann das Ganze gescoutet durch haben, dann können wir uns schön auf die ganzen Missionen konzentrieren. Da habe ich auch Bock drauf. Denn auch wenn mir das mit dem TAS hier Spaß macht, ist es tatsächlich in SnowRunner nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ich habe das schon mal erwähnt. Rumfahren und mit den Trucks irgendwas machen, macht viel mehr Laune. So, was haben wir jetzt hier? Einen neuen Motor. Für unseren Tiger. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Richtig gute Sache. Da werden wir richtig schön vorwärts kommen damit. Okay, jetzt heißt es für uns auf alle Fälle auf die andere Seite. Das heißt, wir fahren eigentlich genau hier einmal rum. Zack, den ganzen Kladderadatsch hier lang. Und dann, ja, müssen wir mal schauen. Ist ja hier echt am Arsch der Welt. Was haben wir hier eigentlich für eine Uhrzeit gerade? 21 Uhr ist schon sehr spät. Gehen mal in den Morgen. War trotzdem noch nicht so dunkel, oder? Ja, und noch ein Spiel, was mich gerade gecatcht hat, ist Stardew Valley. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Jetzt baller ich das einfach so rein. Allerdings spiele ich das tatsächlich nur mit meiner Tochter. Ist irgendwie witzig. Also das heißt, das beläuft sich da irgendwie auf eine Stunde Playtime die Woche oder so. Weil wir dann immer mal bloß, wenn ich sie habe, ein bisschen spielen.
Und das ist einfach cool, weil sie kann, sie rennt einfach den ganzen Tag, wer das Spiel kennt, sie rennt einfach den ganzen Tag ins Schwimmbad oder macht irgendwas. Also sie ist nicht wirklich effektiv eine Hilfe, aber es ist irgendwie putzig, weil, ja, für diejenigen, die ihren kleineren Kindern so einen ersten Einblick in solche Sachen gewähren möchten und aber trotzdem dabei sein möchten, kann ich das nur empfehlen. Haben das für die Nintendo Switch. Da kann man das zu zweit spielen und ist auch nicht so teuer wie jetzt ein klassisches Nintendo-Spiel und macht einfach so viel Spaß. Also vor allem für Leute, die jetzt sowieso sowas spielen wie LS22, kann ich mir nicht vorstellen, dass die keinen Spaß an diesem Spiel hätten. Oha. Da wird es jetzt aber gefährlich hier. Aber kein Problem. Kommen wir gut durch. Aber mit was für einem Trucks man hier sonst so durchkommen soll, das wird schon, ist schon hart. Nee, wie gesagt, wenn ihr ein etwas kleineres Kind noch habt, ich sage jetzt mal so 4, 5 Jahre und ihr wollt so die ersten Steps, ja, ich weiß, die Kinder müssen auch alle keinen Computer spielen, das ist mir alles klar, ne? Geht ja nicht um eine Grundsatzfrage, das darf natürlich jeder gern für sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Aber ich möchte meinem Kind diese Sicht natürlich auch nicht verwehren, denn das ist immer so ein ganz großer Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Das Leben ist ja dazu da oder anders. Das Leben ist in irgendeiner Form für mich ein Geschenk, ne? Wir haben das irgendwie alle geschenkt bekommen und wir haben ja auch das Glück, dass wir in einem Land leben, wo wir alle Möglichkeiten haben. Und von daher weiß ich nicht, ich versuche das Leben natürlich zu genießen. Und genau dasselbe lebe ich auch meiner Tochter vor. Das heißt nicht, dass es keine Verpflichtung gibt. Na klar muss man irgendwas in seinem Leben tun, ne? Und man sollte jetzt nicht so vor sich hin vegetieren, aber natürlich darf man in seinem Leben Spaß haben und darf Dinge machen, die cool sind, ne? Und es heißt, ist nicht nur so, dass rausgehen nur cool ist, sondern natürlich sind auch Computerspiele cool, sonst würden wir sie ja nicht spielen, ne? Und wenn sie das spannend findet und beim Zugucken, ich meine, warum nicht, ne? So, also von daher keine Grundsatzdiskussion, darf jeder für sich entscheiden, meine Meinung. Und ja, ich akzeptiere und respektiere jede andere Meinung, was sowas betrifft. Erwarte sowas aber tatsächlich auch im Gegenzug. Von daher, aber wenn es denn so sein sollte und ihr sucht da was in der Richtung, ist das auf alle Fälle eine Empfehlung von mir. Was ich noch mit ihr gespielt habe auf der Switch war tatsächlich, ich weiß gar nicht, dieses Super Mario mit, wo es auch den, ach, wie heißt dieser kleine Dieb da, der nicht sterben kann. Ist total cool. Ich weiß, davon lernt sie es nicht besser zu werden, aber es macht ihr halt einfach Spaß. Mopsi, genau, mit Mopsi rumzulaufen. Ist einfach eine coole Sache. Macht einfach wahnsinnig viel Spaß. So, ich glaube, wir hätten die andere Seite lang gemusst, aber. Ah, ich weiß nicht, wie wir das hier handeln. Ne, wir fahren mal wieder zurück. Ich will hier drüben lang. Das würde mir besser gefallen. So, jetzt können wir auch mal nachtanken, denke ich. So, wissen wir jetzt, okay, wenn das alle ist, dann ist vorbei hier. Ich merke im Übrigen, dass ich mich ziemlich häufig rechtfertige. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem, was ich habe, obwohl ich das gar nicht müsste. Das wird mir auch in der normalen Welt immer nachgesagt, dass ich jemand bin, der sich gerne rechtfertigt. Gehört einfach dazu bei mir, keine Ahnung. Ich finde tatsächlich, es muss nicht jeder meine Ansicht vertreten oder mich verstehen, ne, tatsächlich. Aber keine Ahnung, ich fühle mich da wohler. Mein innerer Monk fühlt sich da einfach besser. Ich glaube, deshalb mache ich das einfach. So. Ja, ich muss ja ein bisschen auf die Zeit hier schielen, 24 Minuten. Ich will auch tatsächlich so ein bisschen vielleicht von den ganz langen Folgen wegkommen. Aber tatsächlich dadurch, dass ich jetzt auch nicht weiß, wann ich das nächste Mal jetzt nochmal eine Folge aufzeichne, so zeitnah. Ich könnte diese hier auch einfach zwei teilen, sodass wir sozusagen vielleicht einfach diesen Kram, den wir hier tun, vielleicht nochmal
Aber nee, ich glaube, wir machen ganz normal. Wir ziehen unseren Stiefel durch. Ich muss ja jetzt nicht künstlich irgendwas aufblähen. Das macht ja auch keinen Sinn. Von daher denke ich, schauen wir uns zumindest noch das hier an, solange wie wir Sprit haben. Ich würde den schon ganz gerne mitnehmen und dann mal gucken, ob wir direkten Wege dann natürlich ganz gerne vielleicht zu dem anderen kommen. Da unten war noch ein Upgrade, habe ich gesehen. Das haben wir uns auch noch nicht geholt. Aber es hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob wir jetzt vielleicht die Werkstatt finden und uns da hoffentlich auftanken können. Das wäre natürlich ziemlich cool, aber ich habe da nicht so sehr große Hoffnung. Denn ich habe wirklich die Vermutung, dass man das freispielen musste. Es ist einfach nur so eine vage Erinnerung. Kann aber auch sein, ich täusche mich da total. Total. So. Okay. Ja, und dann könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, vielleicht ein kleines bisschen, bevor wir nach Michigan zurückkommen, dann, also klar, es ist jetzt natürlich, weil ich jetzt nicht weiß, wie wir weitermachen, gegebenenfalls schwer, weite Zukunftsmusik. Ah, war das hier hinten? Kann das sein? Ich glaube tatsächlich, dass man, oder hier, kann auch sein. Oh, guck mal, hier sind drei Upgrades verteilt. Voilà. Puh. Echt eine schwierige Frage, wie wir hier weitermachen. Wir fahren da jetzt trotzdem runter. Vielleicht zeichne ich auch immer mal wieder ein bisschen was auf. Habe ich mir ja auch schon mal überlegt. Gerade wenn sowas monoton ist, wie das hier ist. Und mach einfach meine komplette Timelapse-Folge, dass wir einfach ein bisschen Progress machen. Also es gibt wahnsinnig viele Ideen, wo ich einfach, wie gesagt, aktuell überhaupt nicht so richtig weiß. Entweder ich mache mal eine Pause oder ich ziehe das mal irgendwie so, vielleicht auch mal ein, zwei Folgen durch. Denn klar, ich habe halt, wie gesagt, dadurch, dass ich den ersten Spieldurchlauf in SnowRunner schon mal hatte, kenne ich halt sehr, sehr viel hier schon. Und das ist deswegen trotzdem nicht unbedingt schlimm, aber es bremst halt ein bisschen aus. Vielleicht ist das auch ein Punkt, warum dann manchmal die Motivation einfach wieder flöten geht. Aber ich denke, der hauptsächlichste Grund ist tatsächlich, dass ich so oft die Spiele wechsle und mich dann tatsächlich auch nicht wirklich komplett auf eins fokussieren kann. Es mag schon sein, denn wenn ich so wie hier jetzt gerade rumkurve, habe ich schon Spaß dran. Also es ist nicht so, als ob ich mir das jetzt hier aufzwinge. Ich habe mich gezwungen, heute mal den Aufnahmeknopf zu drücken. Das stimmt, weil es jetzt einfach mal wieder fällig war. Und ich das nicht so abrupt abbrechen möchte, zumindest nicht komplett ohne Vorankündigung. Aber wenn ich jetzt hier so dabei bin, dann habe ich auch Spaß dran. Also das kann ich definitiv trotzdem noch bestätigen, dass es ein cooles Spiel ist, was mir definitiv Freude bereitet. Schauen wir mal, was gibt es noch für Upgrades? Auch für den Tiger. Seht ihr mal, hier sind die richtig, richtig guten Upgrades. Merkt ihr das? Da können wir den Tiger richtig aufblustern. Denn ich glaube, das habe ich damals auch gemacht. Zumindest in einem gewissen Bereich. Wenn der dann ja auch noch Schlammreifen und sowas kriegt, dann geht er ja auch richtig steil durch die Decke. So, was steht hier eigentlich? Hier steht noch ein Tass rum. Tatarin. Aha, das ist quasi der... Das, was geschrieben wurde, dass man den, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wer es war, aber da wurde schon geschrieben, hey, es gibt noch eine zweite Location, wo man den befreien kann und das muss dann wohl die gewesen sein. So, jetzt große Preisfrage, kriegen wir das, kann das sein, dass die Werkstatt hier unten war? Wäre das möglich? Schaffen wir das dahin, ohne liegen zu bleiben? Doch, ich denke, da sollten wir noch hinkommen. Das ziehen wir auf alle Fälle noch durch. Da gucken wir nochmal nach. Davon muss ich mich noch überzeugen. Aber gerade jetzt, weil hier auch die ganzen guten Upgrades liegen.
So. Ja, wie gesagt, 2 Wochen im Urlaub. Geht ja nach Frankreich bei uns. Tatsächlich, dieses Jahr bin ich gar nicht mal so hyped auf Urlaub. Letztes Jahr habe ich mich wesentlich mehr gefreut. Da waren wir in Barcelona. Es war so eine wunderschöne Stadt. Und, aber ich glaube, das kommt auch einfach irgendwie. Das ist wie dieses Jahr. Ich war jetzt erst auf einem Konzert von meiner Lieblingsband. Den Broilers. Ziemlich, ziemlich coole Band. Und ach, war so schön, weil ich die Karten auch schon seit 2 Jahren hier rumliegen hatte. Und da habe ich echt tatsächlich bis kurz vorher, ja, ist halt so, ne, kommt jetzt, ist jetzt bald soweit. Und dann einen Tag vorher kam dann so ein bisschen die Aufregung und habe ich mich dann auch richtig, richtig gefreut. Und es war auch ein richtig schönes Konzert, war richtig cool. Es ist auch schön, wenn man dann den Sängern und oder generell der Band, den Musikern ansieht, wie viel Freude sie daran haben, wieder live spielen zu können. Das ist wirklich Wahnsinn. Also es war wirklich ins Gesicht geschrieben, wie Sammy auf der Bühne stand. Und man hat wirklich gesehen, wie er gelächelt hat, als er die Leute gesehen hat, wie sie abgegangen sind, wie sie gefeiert haben. Es ist einfach unbeschreiblich. Und das merkt man. Das merkt man als jemand, der zuhört, als jemand, der sich die Musik anhört, als jemand, der da dabei ist. Es gibt auch einfach Bands, denen merkst du das an. Okay, die machen das einfach nur für Geld, aber ja. Wenn sie sich's raussuchen würden, wollten sie jetzt vielleicht auch keine Step 310E, kenne ich gar nicht, okay. Würden sie jetzt wahrscheinlich eher keine Konzerte spielen. Aber ich meine, klar, ich kann das natürlich auch verstehen. Ne? Ich meine, es ist halt, Geschmäcker sind verschieden. Und natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass vielleicht Menschen Lust haben, Musik zu machen, aber die Konzerte jetzt nicht unbedingt mögen. Ne? Es ist halt ein wesentlicher Bestandteil, weil ja als Musiker verdient man ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr wirklich viel daran, einfach nur mit dem Musik machen. Durch Spotify und Co. ist es halt einfach, ne? Ich meine, wo verkauft man denn heutzutage noch großartig Platten? Wer kauft sich denn heutzutage noch CDs? Also ja, ich habe mir dieses Jahr schon noch eine CD gekauft, aber die habe ich nicht einmal abgespielt. Die habe ich gekauft, weil es eine kleine Band war, weil mir die Musik gut gefallen hat, weil ich die live gesehen habe und ich die Band unterstützen wollte. Aber das ist halt tendenziell, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt die breite Masse, die das so handhabt. Und man kommt ja auch nicht immer dazu. Und auch ich muss ja sagen, ich mache das ja nicht wirklich regelmäßig. Ne? Das ist jetzt einfach nur so in dem speziellen Fall so gelaufen. Aber ich habe mir tatsächlich von den Broilers noch nicht eine einzige CD gekauft. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mir das neue Album hole. Habe es letzten Endes dann doch nicht gemacht. Ja. So viel zum Fan-Dasein, ne? Nein, was heißt Fan? Ich höre ja eh alles an Musik. Bei mir ist es kreuz und quer. Gibt so sicherlich die eine oder andere Musikrichtung, auf die ich nicht so stehe, aber so alles andere. Da bin ich schon sehr, sehr vielfältig gestrickt, würde ich jetzt mal so sagen. Und da gibt es nichts, wo ich sage, nee, höre ich gar nicht. Aber klar hat man so seine favorisierten Lieder. Ne? Man merkt das ja auch immer, wenn ich meine Timelapses mache oder so, was da für Zeug läuft. Ich meine, es darf schon gern was Rockiges sein. Aber es kann auch mal ein bisschen was Elektronisches dabei sein. Das stört mich halt auch nicht. Oh, hier steht ein Traktor rum. So. Doch, ich würde sagen, hier irgendwo war das mit der Werkstatt. Bin mir aber, wie gesagt, trotzdem nicht sicher. So, jetzt mal ganz kurz checken, wo das Upgrade hier parkt. Wie komme ich da bitte jetzt ran? Ich würde mal hier vorfahren. Die Ecke hier finde ich auch richtig cool designt mit den Häusern. Das ist teilweise die so eine verlassenen oder so eine Wohngegenden. Das fällt tatsächlich in den anderen Gebieten ist da gar nicht so viel, ne? Aber hier finde ich das richtig, richtig cool gemacht, dass hier so viel Stuff ist. So, und könnte es sein, dass hier eine Werkstatt ist? Wäre das möglich?
Nee, auch nicht. Aber guckt mal, wie schön das hier aussieht. Ah, hier ist eine kaputte Brücke. Ah, die müsste man bestimmt auch reparieren, könnte ich wetten. Wo fahren wir? Warte mal, wir machen mal. Lasst uns mal hier lang fahren. Ich gehe davon aus, dass wir da was annehmen müssen. Und ansonsten holen wir uns auf alle Fälle da das Upgrade noch. Ja, natürlich erstmal volle Schwarte jetzt das Auto kaputt gemacht hier, oder was? Gut, dass wir ein Ersatzrad dabei haben. Und gleich wieder über die Leitplanke drüber. So. Ja, nee, ich glaube, das mit der Werkstatt wird hier nichts mehr. Wir werden jetzt hier noch besorge. Was braucht man hier? Verfolgung starten. Betonplatten. Okay. Da muss man dann mal gucken, wo die sind. Wir holen uns jetzt das Upgrade noch. Das wird jetzt noch so, sage ich mal, so der letzte Atemzug für die Folge werden. Und alles andere schauen wir uns dann einfach mal an. Das überlege ich mir dann, wie gesagt, ganz spontan. Steht ein kleiner Anhänger rum. Ist da Sprit drin? Ich glaube nicht, der ist, glaube ich, eher ein Deko-Anhänger, oder? Ah, nee, ernsthaft? Komme ich nicht rüber, oder? Komme ich nicht dran vorbei? Und haben wir uns gleich noch festgefahren hier, kurz vor Schluss, oder wie? Nicht akzeptabel, Freunde. Okay, also so rum kommen wir da nicht ran. Da müssen wir doch wieder von der anderen Seite. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Und hier ist aber auch doof, oder? Na, wir fahren mal hier rum. Wir fahren mal hier rum und versuchen es mal von der Seite. Irgendwie muss ich da ja hinkommen, oder? Hier? So. Das versuchen wir noch. Bestimmt ein totales Crap-Upgrade, was kein Mensch braucht. Für irgendeinen Truck, den niemand fährt. Wo wir in Russland sind und ich vorhin über Serien gesprochen habe, auch eine ganz große Empfehlung, aber die kann man halt leider nicht überall gucken, ist die Serie Tschernobyl. Das ist eine richtig, richtig coole Serie. Also sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Wer die noch nicht gesehen hat, ist echt interessant. So. Hier rum. Hier liegt auch Müll rum. Die wollen einfach, wollen es einem einfach aber auch richtig schön schwer machen hier. Hä? Kann das sein? Na komm, kann ja nicht so schwer sein, hier an dem Baumrahmen vorbeizufahren. Das ist ein halber Panzer, den ich hier habe. Hallo? Hä? Der rutscht da irgendwie immer so ein bisschen rein. Naja, ich rutsche hier rüber. Das ist... Ich hätte wahrscheinlich doch von der anderen Seite das machen müssen. So, jetzt probieren wir es nochmal so. Ich glaube, die Hitbox von diesem Haufen, der hier rechts neben uns liegt, ist größer als
wie man das sieht. Okay, dann probieren wir es doch nochmal von vorne von der Straße, weil irgendwo muss ich ja rankommen. Und ich sehe das jetzt nicht ein. Ich meine, ich habe ja einen kleinen Scout. Ich muss damit doch irgendwie da reinkommen können. Das will ich wenigstens noch mitnehmen. Ah gut, rein grundprinzipiell, ne, ist hier auch tatsächlich am meisten Platz. So, okay, das ist tatsächlich nochmal für einen Azov. Das ist natürlich ziemlich cool. So, jetzt fahren wir aber trotzdem rückwärts wieder raus. Und dann checken wir zumindest nochmal ganz kurz die Lage, wie es jetzt hier aussieht. Ja, also der Scout ist auch total Schrott jetzt schon, ne? Ihr seht es selber. Das hat gar nicht mehr viel Wert, mit dem hier rumzufahren. Der säuft mir jetzt wahrscheinlich noch in einer kleinen Pfütze hier ab, so wie das hier aussieht. Okay, gut. Also, wir haben effektiv unsere Karre einmal komplett runtergewirtschaftet. Wir müssten... Das Einzige, was hier noch logisch Sinn ergibt, ist der Bereich hier unten, den wir jetzt noch nicht gescoutet haben, ne? Da werden wir aber wahrscheinlich nicht hinkommen. Also ich wüsste nicht wie. Guck mal, die Strecke hier, das sieht alles richtig schön murks aus. Da werden wir wahrscheinlich vorher irgendwie brach laufen. Ich weiß gar nicht, welches Portal das ist. Also wir müssen mal wirklich gucken, wie wir das dann handeln. Bin ich mir gerade echt unsicher. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also hier wird auf alle Fälle einiges noch repariert, ne? Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir waren jetzt hier in Zimmergursk und Steinbruch ist ja die zweite Map. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Also tendenziell müsste man hier auch noch das ein oder andere erscouten. Vielleicht macht das dann tatsächlich auch Sinn zu sagen, man geht nochmal auf Bergen. Und kommt nochmal über eine andere Ecke hier durch oder zumindest hier oben lang und fährt dann den unteren Teil durch. Nimmt den Watchtower mit, den Watchtower und fährt dann hier rüber. Das Upgrade bräuchte man auch nochmal. Das würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Und dann müsste man in Zimmergursk, wahrscheinlich wenn man hier reinkommt, einfach gleich den Weg hier runternehmen, das Upgrade mitnehmen und dann den Watchtower. Das wäre vermutlich so... am sinnvollsten, denke ich. Denn das hier macht tatsächlich keinen Sinn. Ich glaube, den kann ich jetzt auch einfach bergen. Und dann komme ich besser, wenn ich den einfach aus der Hauptwerkstatt dann nochmal eine Viertelstunde hier runterfahre. Ja, so ungefähr. Von daher, ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr werdet ja sehen, wie es jetzt weitergeht. Gegebenenfalls gibt es ein kleines Päuschen. Ansonsten, ja, wird schon irgendwann wieder eine SnowRunner-Folge kommen, auf jeden Fall. Das verspreche ich euch. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Tschüss.